Unglaubliche Landschaft. Mein Baumsteg ist runtergefallen. Schaffst du es rüber? Bin schon dabei. Mir geht's übrigens gut. Und los geht's. Okay. Da unten ragt ein Ast raus. Versuch mal den Enterhaken. Gute Idee. Yep, noch da. Wollte nur mal nachfragen. Los, gib mir die Hand. Geht schon. Okay. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Oh, lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Heusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusala gehört. Naja, das ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Schau mal, Flamingo-Treffen. Ah!
Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Erfrischend. Danke für die Vorwarnung. Ey, ganz locker. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Na, sieh mal an. Hosala-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebet, der neueren Hauptstadt von Hoysala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt, Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey, hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Okay. So sollte es klappen. Männer! Also weg da im Hinterhalt! Shit! In Deckung! So cool. Danke für die Warnung! Danke. Gern geschehen. Okay, alles okay. Okay, wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterreißen. Ja, genau. Dann mal los. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann dich Sentimentalität umbringen. Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Los, 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 los!
geht doch! Geschafft! Stopp! Asaf. Oh. Gut erkannt. Scheiße. Er hat ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Was von Tor 3 gehört? Geduld. Sie melden sich. Okay. Viele liegt hier nicht sowas. Nicht wirklich. Kann sein. Fällt dir nicht? Du wirst uns nicht aufhalten. Hab sie gefunden. Erledigt sie! Verstärkung im Anmarsch. Verdammt. Kann sein. Fällt dir nicht? Thank you.
aus. Geschafft. Läuft wie geschmiert. Ja. Meinst du, der Mechanismus ist über dem Tor? Das hier könnte es sein. Sesam, öffne dich. Okay, kannst rein. Vorsichtig, aber immer. Okay, drück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht.